Landesministerien, liebe Abgeordnete des Europaparlaments und des Landtags von NRW, liebe Oberbürgermeister von Essen und Wuppertal, Magnifizienzen und Spektabilitäten, liebe Vertreterinnen und Vertreter von Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, liebe Vertreterinnen und Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen, liebe Mitglieder des Kuratoriums der JTF, liebe Mitarbeitende der JTF-Institute, meine Damen und Herren, im Namen der gesamten JTF darf ich Sie zu unserer heutigen 10-Jahres-Feier ganz herzlich begrüßen. Und als besonderen Ehrengast begrüßen wir heute Christina Rau. Heute erwartet uns ein buntes Programm. Wir haben zuallererst den Rückblick auf 10 Jahre Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Was ist passiert? Herr Barth und ich werden uns aber trotzdem kurz fassen. Wir werden Grußworte haben, live hier auf der Bühne gesprochen und als Video zugesandt. Wir werden einen Dissertationspreis verleihen, den diesjährigen, und wir werden eine Podiumsdiskussion haben. Und das alles wollen wir in 1,5 Stunden schaffen, also halten wir uns ran, damit Sie später beim Empfang noch Gelegenheit haben, die Ausstellung der Institute weiter zu besuchen und sich zu informieren und zu vernetzen. Ja, 10 Jahre Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Wer es genau wissen will, dem haben wir eine kleine Broschüre erstellt, die ist auch am Eingang ausgelegen. Und da kann man dann sehr genau nachlesen, was so passiert ist. Alle anderen müssen jetzt leider zuhören. Aber blicken wir zurück. Was ist passiert in der vergangenen Dekade? Am 2. April 2014 wurde die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft gegründet, von der damaligen Wissenschaftsministerin Svenja Schulze auf eine überparteiliche Landtagsinitiative hin. Auf diesem Foto hier sehen Sie die Gründungsversammlung und viele der Personen, die dort zu sehen sind, sind heute hier auch im Saal dabei, allerdings 10 Jahre älter. Ja, unsere Forschungsgemeinschaft war von Anfang an hochattraktiv. Genau 2 Monate nach der Gründung hatten wir schon 2 neue Mitglieder, das DST in Duisburg und das IWW in Mülheim. Und wir haben dann auch sehr schnell angefangen, richtig zu arbeiten. Hier wurde die Geschäftsstelle in den Räumen der Akademie der Wissenschaften eröffnet und der Vorstand komplettiert mit Ramona Fels und Uwe Schneidewind. Hallo Uwe. 2015 haben wir dann direkt damit begonnen, der JTF ein Erscheinungsbild zu geben. Wir haben ein Logo und eine Bildmarke entwickelt. Die Bildmarke zeigt die Umrisse Nordrhein-Westfalens und ist in den Farben Rot und Grün gehalten. Und auch zu der Zeit haben wir die Internetseite an den Start gebracht, wie Sie sie heute kennen. Sie wird gerade gelauncht. Auch im Jahr 2015 haben wir dann zum ersten Mal einen Jahresbericht rausgegeben und das haben wir fortan jedes Jahr getan. Auch diese sind auf unserer Internetseite nachzulesen. 2015, ein ereignisreiches Jahr, wie Sie merken, haben wir auch damit begonnen, unsere ersten größeren Veranstaltungen durchzuführen zu den Themen, die das Land bewegen und die in den Instituten thematisch verankert sind. Wir haben mittlerweile 3 Wissenschaftsministerinnen dabei gehabt, von Svenja Schulze über Isabel Pfeiffer-Könzgen bis hin zu Ina Brandes, die heute hier auch uns beehrt. Ja, ein wichtiger Baustein unserer Forschungsgemeinschaft ist natürlich die Qualitätssicherung. Das tun wir durch ausgiebige Evaluierungen. Diese Evaluierungen werden komplett extern durchgeführt, aktuell von der AQ Austria. Österreichischen Evaluierungsagentur. Wir haben mittlerweile 22 Evaluierungen durchgeführt. Alle unsere Institute sind einmal durchgelaufen, mittlerweile auch schon einige das zweite Mal. Begleitet, konzipiert und begleitet wird die Evaluierung von der AG Evaluation. Und in diesem Kreis möchte ich ganz herzlich mich nochmal bedanken bei Christiane Hipp, der ehemaligen Präsidentin der BTU Cottbus, die lange Jahre als unabhängige Gutachterin oder Leiterin der Gutachtergruppen gewirkt hat und jetzt seit letztem Jahr die AG-Evaluation leitet. Vielen Dank dafür. Applaus
2016 haben wir dann auch in einem längeren Prozess gemeinsam mit unseren Instituten, mit dem Kuratorium der JTF, dem Wissenschaftsministerium, insbesondere den wissenschaftspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen hier Leitthemen entwickelt, um der Gemeinschaft auch fachlich ein Bild nach außen zu geben. 2016 hat sich das Kuratorium konstituiert. Das ist ein Gremium, das sich zusammensetzt aus Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das Gremium berät die Mitgliederversammlung und den Vorstand. Und ganz besonders begrüßen möchte ich Karl Schultheiß, unseren Kuratoriumsvorsitzenden von Beginn an, und Birgit Riegraf, die seit kurzem die stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende ist. Herzlich willkommen. Weil unsere großen Veranstaltungen aber nicht genug der Öffentlichkeitsarbeit sind, haben wir 2016 damit begonnen, die Institute auch an ihren Standorten glänzen zu lassen und über das Format JTF vor Ort auch dort Veranstaltungen durchzuführen. Das sind ganz unterschiedliche Veranstaltungen, das können Eröffnungen sein, das können Lesungen sein. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, lege ich Ihnen unseren Newsletter ans Herz. Dort können Sie sich eintragen und über alles, was bei der JTF passiert, auf dem Laufenden bleiben. Auch den haben wir 2016 gestartet. Ja, 2019 hatten wir hier in diesen Räumlichkeiten eine phänomenale 5-Jahres-Feier. Die dabei waren, werden sich noch daran erinnern. Und zu dieser Jahresfeier gab es zum ersten Mal unseren JTF-Erklärfilm, den wir seitdem auf jeder unserer Veranstaltungen zeigen. Und auch diesmal werden wir ihn jetzt zeigen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das sieht gut aus. Johannisthal Forschungsgemeinschaft. Forschung made in NRW. Wir sind in NRW zu Hause. Mit 16 unabhängigen Instituten, 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 100 Millionen Euro Gesamtumsatz geben wir hier anwendungsnahe Spitzenforschung eine Heimat. Um die Zukunftsthemen unserer Zeit zu bearbeiten, holen wir Forschungsmittel aus Wirtschaft, Bund und Europa hier zu uns nach NRW. Wir sind breit vernetzt und agieren international. Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtergruppen evaluiert. Wir sind sehr gut beraten. Ein Kuratorium aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien unterstützt in strategischen Fragen. Wir schreiben Nachwuchsförderung groß. Jährlich betreuen wir Hunderte von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten in unterschiedlichen Fachgebieten. Wir teilen unsere Forschungsergebnisse und vermitteln sie an unsere spezifischen Zielgruppen und in die breite Öffentlichkeit. Was genau wir inhaltlich machen? Wir glauben an die Zukunft und forschen deshalb interdisziplinär zu folgenden 4 Leitthemen: Städte und Infrastruktur, Industrie und Umwelt, Gesellschaft und Digitalisierung, Globalisierung und Integration. Wir schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Forschung made in NRW für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Johannisrau Forschungsgemeinschaft. Der Gemeinschaft ein zusätzliches Gesicht zu geben und die Leitthemen mit Leitthemensprecherinnen und Sprechern zu versehen. Ein Dank gilt an alle aktuell, die hier auf dem Foto sind, und die ehemaligen Leitthemensprecher, die die inhaltliche Arbeit unserer JTF verantworten. Mitten in der Corona-Pandemie wurde unser wertes Vorstandsmitglied Uwe Schneidewind zum Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal gewählt. Ihm nachgefolgt als JTF-Vorstände sind Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut und Stefan Siebentopf vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, der bis letztes Jahr Vorstandsmitglied war. Das ist ein Corona-Foto, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Normalerweise, ja, aber auf dem Bild schon.
2020, Corona erforderte entsprechende Maßnahmen, haben wir auch unsere erste Hybridveranstaltung durchgeführt. Das heißt, es waren Personen sowohl hier im Saal bei einer Veranstaltung als auch eben online zugeschaltet. Dieses Foto, das Sie hier sehen, ist von der Veranstaltung zum Thema Migration und Integration. 2021 haben wir dann auch Corona-bedingt 2 Dissertationspreise verliehen zum ersten Mal und damit haben wir auch diesen Bereich Nachwuchsförderung in unserer Gemeinschaft gestärkt. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute Kerstin Konrad, die diesjährige Dissertationspreisträgerin und ihre Begleitung. Für die JTF. Zunächst einmal haben wir ein neues Mitglied in die JTF-Familie aufnehmen können, das Energiewirtschaftliche Institut der Universität zu Köln. Das Jahr stand insgesamt im Zeichen des Landtagswahlkampfs und wir haben damals eine Wahlarena etabliert, bei der die wissenschaftspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der im Landtag vertretenen Parteien die Chance hatten, ihre Positionen einmal in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im weiteren Verlauf des Jahres ist es uns dann auch gelungen, in die Wahlprogramme der Parteien zu kommen und schließlich sogar im Koalitionsvertrag in NRW erwähnt zu werden. Ein Dank gilt hier an dieser Stelle insbesondere den ehemaligen und den aktuellen wissenschaftspolitischen Sprecherinnen und Sprechern aus den Landtagsfraktionen, die uns immer sehr unterstützt haben. 2022 hatten wir dann auch die Gelegenheit, den frisch gewählten Landtag mit unserer Anwesenheit zu beglücken. Wir wurden eingeladen, in den Foyers des Landtags die JTF vorzustellen, mit Ständen, mit einer Ausstellung, einer ähnlichen Atmosphäre wie damals, werden Sie auch heute hier in den Foyers erleben. Ein ganz besonderer Dank für diese einmalige Gelegenheit gilt Rainer Schmelzer als Repräsentant des Landtages für diese tolle Chance. Letztes Jahr hat sich dann die JTF-Ethikkommission konstituiert. Das ist ein Gremium, das zusammengesetzt ist aus verschiedenen Personen aus JTF-Instituten. Und dieses Gremium hat zur Aufgabe, ethische Fragen bei Forschungsprojekten zu reflektieren und den Instituten Hinweise zu geben. Besonders begrüßen möchten wir Dirk Lanzerath von der Universität Bonn, der als designierter Vorsitzender der Ethikkommission bald diesem Gremium vorstehen wird. Die JTF ist logischerweise auf der Landesebene aktiv, aber zunehmend bewegen wir uns eben auch auf der bundespolitischen Ebene. Da kommen Themen zur Sprache wie die DATI, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Moment, das hier läuft gerade weg. Oder aber auch das Thema Besserstellungsverbot. Und diese Themen bearbeiten wir aber nicht alleine als Elitäre, sondern mit anderen Forschungsgemeinschaften aus Deutschland. Und ganz besonders begrüßen möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Landesforschungsgemeinschaften aus Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und der bundesweiten SUSE-Gemeinschaft. Herzlich willkommen. Ja, das war die Vergangenheit. Wo stehen wir heute? Wenn man einfach auf die Fakten schaut, dann sieht man, die JTF, das sind 16 Institute. Wir haben etwa 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Institute haben in 2022, das sind die Zahlen hier, 137 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftet. Davon 21 Millionen Euro institutionelle Landesförderung. Das ist der größte Hebel aller Forschungsgemeinschaften in Deutschland. Ein Dank gilt dem MKW und den anderen fördernden Ministerien. Das ist, glaube ich, das Geld, das ist die höchste Rendite, die Sie für Ihr Geld jemals kriegen werden. Von daher können wir Sie nur ermuntern, an der Stelle weiterzumachen. Aber hinter der JTF stehen natürlich Menschen. Da ist natürlich die Mitgliederversammlung als höchstes Entscheidungsgremium dieses Vereins, das Kuratorium, das uns hervorragend berät, der Vorstand, dann die AG-Evaluation, die unsere Qualitätssicherung letztendlich sicherstellt, die Ethikkommission, die uns zukünftig bei den immer wichtigeren ethischen Fragestellungen berät und die Leitthemensprecherinnen und Sprecher, die unsere inhaltliche Arbeit voranbringen. Das Wichtigste,
sind aber unsere Institute und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Institute. Deshalb kann ich Sie nur ermuntern, jetzt nachher, nach dieser Veranstaltung, auch die Chance zu nutzen, hier in dem L alle Institute zu besuchen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die aktuellen Themen, über ihre Forschungsprojekte zu reden und sich zu informieren. Wir sind soweit am Ende unseres kurzen Rückblicks angelangt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, wir halten uns kurz. Wir haben ja angekündigt, dass es so ein Wechsel geben wird zwischen Grußworten auf der Bühne und online oder quasi als Videozustand. Und das erste Video möchten wir Ihnen zeigen von unserem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der uns seine Grüße übermittelt hat. Ihm ist Wissenschaft und Forschung ein Herzensanliegen, wie er auch regelmäßig im Landtag bei Reden kundtut. Und deshalb 10 Jahre Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen und wichtigen Jubiläum. Ein schönes Jubiläum, weil diese Gemeinschaft herausragender Forschungseinrichtungen schon heute auf eine Menge kleiner, aber auch großer Erfolgsgeschichten zurückblicken kann. Und ein wichtiges Jubiläum, weil sich die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft seit ihrer Gründung und auch in Zukunft mit den großen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzt. Und weil dabei immer der Mensch und die ganze Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Ganz im Sinne des Namensgebers Johannes Rau. Für ihn musste auch Politik sich immer um die Menschen kümmern und niemals nur um sich selber. Und das zu beherzigen ist, glaube ich, heute so wichtig wie selten zuvor. Der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft danke ich ganz herzlich für Ihre exzellente Arbeit, für Ihr Engagement für unser Land und für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Denn dabei entsteht ja immer auch die Chance, aus Herausforderungen was Gutes für die Zukunft zu machen. Kurz, die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ist ein großer Gewinn für uns alle, für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Alles, alles Gute für Sie und viel Erfolg. Und nun darf ich Ihnen Ina Brandes ankündigen. Das ist die Wissenschaftsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Eine sehr stark an angewandter Forschung interessierte Wissenschaftsministerin, das unterscheidet sie durchaus von ihren Vorgängerinnen. Sie ist immer präsent auf unseren Veranstaltungen, besucht unsere Institute und hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen in den letzten Jahren es immer wieder geschafft, uns entsprechend mit in Kooperation mit den Abgeordneten aus dem Landtag, den Regierungsfraktionen hier zusätzliche Mittel bereitzustellen. Von daher nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Und die Bühne gehört Ihnen. Ja, lieber Herr Professor Barton, liebe Frau Fels, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Christina Rau, freut mich wie immer sehr, dass wir uns hier sehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren. Was ja, glaube ich, ein gutes Zeichen ist, ist, wenn man so eine Einladung bekommt, und so war das in meinem Fall, und ich gedacht habe, wie, die gibt es erst seit 10 Jahren. Also ich war wirklich erstaunt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das liegt aber daran, dass ich tatsächlich in meinen vorherigen beiden Jobs, einmal als Verkehrsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch vorher als Geschäftsführerin eines Planungsunternehmens, schon über Jahre immer wieder mit der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft zu tun hatte, auch mit unterschiedlichen Instituten zu tun hatte. Und sich das bei mir deswegen so verankert, dass ich geglaubt habe, die gilt schon ewig. Das ist ja, glaube ich, ein gutes Zeichen und es ist auch tatsächlich ein Ausweis der Qualität Ihrer Arbeit im Vorstand der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, dass Sie diese unglaubliche Präsenz erreicht haben. Und man hat es ja eben in einer Ihrer dezenten Folien schön gesehen, die Ministerinnen kommen und gehen, sie bleiben. Ist ja auch ein Symbol, kann man auch zeigen und ist auch nicht falsch. Was aber, glaube ich, auch der Ministerpräsident eben schon in seinem Grußwort gesagt hat, das ist mir eigentlich fast das Wichtigste, was ich sagen will, ist, dass Sie in der Tat eine echt nordrhein-westfälische Forschungsgemeinschaft sind, weil Sie eben den Menschen in den Mittelpunkt stellen, weil Sie so konkret sich mit Themen beschäftigen, die für unsere Gesellschaft und für uns als einzelne Menschen wichtig sind, aber auch, weil Sie so präsent und so gut verankert in der nordrhein-westfälischen Politik und Gesellschaft sind. Das sieht man auch an der Breite der Menschen, die heute hier sitzen. Das sieht man aber auch bei den vielen Veranstaltungen, die Sie machen. Wer da alles hinkommt, wer da alles spricht, wer sich da alles miteinander vernetzt. Das ist eine echt nordrhein-westfälische Veranstaltung in dem Sinne, dass wir ja hier gerne so arbeiten, dass wir alle gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Dass es eine breite Verankerung der Themen in der Gesellschaft gibt.
Und das gelingt Ihnen als Johannes Rau Forschungsgemeinschaft sehr. Und ich glaube tatsächlich, das muss Frau Rau beantworten, aber ich glaube tatsächlich, dass Ihr Namensgeber zufrieden mit Ihnen wäre. Und das ist ja auch eine wichtige Überlegung, glaube ich. Was Ihre Arbeit angeht, also Herr Professor Barton lässt tatsächlich keine Gelegenheit aus, mir mitzuteilen, dass die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft die bestmögliche Investition ist, die man als Land überhaupt machen kann. Und zwar zum einen natürlich wegen der fachlichen, inhaltlichen Bedeutung der Arbeit, die dort geleistet wird, aber vor allen Dingen, und das hat er eben ja auch nochmal gesagt, wegen der Hebelwirkung, die man damit hat, dass also die Landesförderung einen so hohen zusätzlichen Anteil an Drittmitteln mit sich bringt. Und auch wenn man natürlich in meinem Beruf nicht so wahnsinnig gerne bei jeder Gelegenheit nach Geld gefragt wird, das werden alle hier wissen, die Politiker sind, guckt die Oberbürgermeister an, die mit dem Kopf wiegen, gleichwohl haben Sie ja tatsächlich einen Punkt. Und das zeigt ja eben auch die Qualität Ihrer Arbeit, weil wir eben tatsächlich in so einem großen Umfang Drittmittel in der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft haben. Das ist ja ein Ausweis der Qualität, der Vernetzung und auch der Themenauswahl, die Sie treffen. Darüber sind wir sehr froh. Deswegen haben wir es in den letzten Jahren trotz ja einer immer unangenehmer werdenden Haushaltslage auch hinbekommen, Sie immer noch zusätzlich zu unterstützen, was uns wirklich nicht leicht gefallen ist und was Sie auch als Ausweis unserer Wertschätzung für Ihre Arbeit nehmen sollten. Ich sehe auch die wissenschaftspolitischen Sprecher nicken. Das ist tatsächlich so. Ja, Sie stehen im Koalitionsvertrag, da stehen aber noch viele, viele andere Dinge. Und wir haben uns ganz bewusst in den letzten 2 Jahren dafür entschieden, Ihre Arbeit zu unterstützen, weil wir uns dieser Qualität bewusst sind und weil wir uns auch der Tatsache bewusst sind, dass mit dem, was wir reingeben, noch viele andere Institutionen Förderung reingeben und das nur im Sinne Nordrhein-Westfalens und auch im Sinne der Menschen in Nordrhein-Westfalen sein kann. Was Sie auszeichnet, ist natürlich Vernetzung, ist Interdisziplinarität, ist Ihr Vermögen, aus dem Ganzen mehr zu machen als die Summe der Teile. Das gelingt insbesondere immer dann, wenn Expertinnen und Experten aus Themenbereichen zusammenarbeiten, die sich normalerweise nie treffen würden. Einiges davon kann man auch draußen in der Ausstellung, die ich nur empfehlen kann, denjenigen, die Sie noch nicht gesehen haben, sehen, dass Sie eben natürlich gerade durch die unglaubliche fachliche Breite, die Sie haben, die Forscherinnen und Forscher in die Lage versetzen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, denen Sie sonst wahrscheinlich niemals begegnet wären. Und dadurch sich Themen auf eine ganz andere Art und Weise und in einer tatsächlichen, wahren, innovativen Weise zu nähern. Der andere Punkt, den Sie gerade schon angesprochen haben, der wichtig ist, ist natürlich die Anwendungsnähe. Ich bin der Überzeugung, dass wir natürlich Grundlagenforschung brauchen, deswegen werde ich jetzt gar nicht in diese Diskussion einsteigen, die ist mir viel zu gefährlich bei den ganzen Rektorinnen und Rektoren, die da unten sitzen, von Universitäten dieses Landes. Aber natürlich ist Grundlagenforschung extrem wichtig und ohne Grundlagenforschung geht wenig. Gleichwohl gibt es Themen, die unsere Gegenwart sehr stark bestimmen, die wir nur werden lösen können, wenn wir uns auch sehr intensiv um anwendungsorientierte Forschung kümmern. Das gilt insbesondere für die Energiewende, das gilt insbesondere für den Klimaschutz, wo wir alle wissen, dass es im Grunde genommen 11:55 ist und wir eigentlich nicht mehr anfangen können, den Urschleim zu rühren, sondern ganz konkret die Dinge, die wir aktuell erarbeiten, in die Praxisumsetzung bringen müssen und dafür sorgen müssen, dass sie flächendeckend eingesetzt werden können. Und dazu leisten Sie einen sehr großen und sehr wichtigen Beitrag und dafür sind wir sehr froh und sehr dankbar. Und wo ich gerade bei Dankbarkeit bin, ich weiß, dass es heute sehr viele Leute hier im Raum gibt, die mal etwas dazu beigetragen haben, dass es die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft gibt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass so ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen so eine Forschungsgemeinschaft aus der Taufe erhebt. Da muss es sehr, sehr viele, sehr engagierte Menschen geben, die ihre Zeit und ihre Energie und ihre Kontakte einbringen dazu, dass das funktioniert. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich dafür zu bedanken, dass Sie das getan haben. Wir profitieren heute alle davon. Sie haben sich alle um das Land Nordrhein-Westfalen verdient gemacht. Danke sehr und viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre. Drei der Institute der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft
resortieren beim Wirtschaftsministerium. Und die Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hat es sich nicht nehmen lassen, uns auch einen Videogruß zu schicken. Sie arbeitet sehr eng mit der Wissenschaftsministerin zusammen. Sie treten auch häufig zusammen auf. Und das macht es uns natürlich auch mal sehr einfach dann in der Zusammenarbeit, wenn da zwischen den Ressorts die Abstimmung so gut läuft. Ja, hören wir mal, was sie zu uns zu sagen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. In der Wirtschaft sprechen wir von den sogenannten Hidden Champions und meinen damit Unternehmen, die überaus erfolgreich sind, zugleich aber kaum im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen. Auch die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ist ein Hidden Champion. Nicht jedem ist sie ein Begriff, aber sie ist ein ganz wichtiger Taktgeber für die Forschung in Nordrhein-Westfalen. Die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ist eine verbindende Klammer für die Forschung in unserem Land. Diese Klammer wirkt über die Struktur, indem sie das Dach für mittlerweile 16 Mitgliedsinstitute bildet. Und die Klammer wirkt über die Themen, die sie setzt und vorantreibt, wie Industrie und Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Verantwortung in einer globalisierten Welt. Themen, die stets interdisziplinär betrachtet werden. Über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinausschauen. Das ist das Leitbild, mit dem die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft vor 10 Jahren gegründet wurde. Dass sich unter dem gemeinsamen Dach auch eine nordrhein-westfälische Identität entwickeln kann, ergibt sich bereits aus dem Namen der Gemeinschaft. Johannes Rau steht als ehemaliger Wissenschaftsminister und Ministerpräsident in besonderem Maße für den Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen und für die Erkenntnis, dass der Schlüssel zum Erfolg des Strukturwandels vor allem in der Ressource Wissen liegt. Handlungsleitend ist auch weiterhin das, was Johannes Rau uns in seiner Berliner Rede 2001 mit auf den Weg gegeben hat. Fortschritt nach menschlichem Maß kennt seinen Wert und weiß um seine Werte. In einer Zeit der Stapelkrisen und einer existenziellen Bedrohung der Menschheit durch die Klimakrise, in einer Zeit, in der Wahrheit zur Lüge degradiert wird, in einer Zeit, in der vieles technologisch möglich, aber nicht alles ethisch geboten ist, in dieser Zeit ist wertebasierte Forschung wichtiger denn je. Doch Erkenntnis braucht auch Ergebnis. All das muss konkret gelebt und umgesetzt werden. Stakeholder müssen mitgenommen, finanzielle Mittel akquiriert werden. Herr Professor Barton, Frau Fels, Herr Professor Fischedick, das ist Ihnen wirklich sehr gut gelungen. Hierfür möchte ich Ihnen und Ihrem gesamten Team meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Ich gratuliere herzlich zum 10-jährigen Jubiläum und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg und viel Freude. In allem wünsche ich heute eine schöne Feier zu Ehren einer Gemeinschaft, die hin oder her auf jeden Fall Champion ist. Wir können uns jetzt freuen auf ein Grußwort aus dem Landtag vom Vizepräsidenten des Landtags Rainer Schmelzer. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Ja, wir haben jetzt schon viel gehört. Sehr geehrte Frau Ministerin Brandes, sehr geehrter Herr Professor Barton, sehr geehrte Frau Fels, sehr geehrter Herr Schulteis, lieber Karl, liebe Christina Rau, meine Herren Oberbürgermeister, deren Zwischenbemerkungen ich im Nacken immer sehr gerne vernehme, hier schon bei den Vorträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten, aus dem Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag, natürlich aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es im Foyer schon eben gesehen, viele, viele alte Gesichter aus dem Kollegenkreis, aber auch aus dem die Deutungsweise überlasse ich Ihnen jetzt. Aus dem Parlament natürlich, aus den Ministerien von früheren Zeiten, aber auch aus den Instituten, die ich in verschiedenen Funktionen habe, auch kennenlernen. Vor 10 Jahren, also am 2. April, wir haben es gehört, 2014, gründeten damals 13 wissenschaftliche Institute gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben es gesehen mit Svenja Schulze als die damalige Wissenschaftsministerin, die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Und ich, Frau Ministerin, war dabei, zumindest als damals politisch Mitverantwortlicher, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender meiner Fraktion und in den späteren Jahren auch in verschiedenen Funktionen in verschiedenen Instituten immer wieder vor Ort und auch einige Gesichter davon durfte ich eben schon wieder sehen und begrüßen. Erklärtes Ziel war es damals wie heute, die Kooperation der Forschung zu stärken, höchste Qualitätsstandards zu wahren, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und
die Anliegen der Forschung mit einer Stimme zu vertreten. Und auch im Jahre 2014 schon in einer schwierigen Haushaltslage oder Frau Ministerin, wie Sie es sagten, in einer unangenehmen Haushaltslage. In der Zeit wurde dann diese Forschungsgemeinschaft gegründet und auch damals schon die Finanzen dafür gewährleistet. Vor einer Dekade wurde damit ein gemeinsames Dach geschaffen, unter dem sich heute 16 unabhängige Institute versammeln und das mit insgesamt, wir haben es eben gehört, schon mit 1600 Beschäftigten. Und sie alle widmen sich einem breiten Themenspektrum, das unser aller Leben und Zusammenleben heute wie in Zukunft betrifft. Es sind die Forschungsfelder Städte und Infrastruktur, Industrie und Umwelt, Gesellschaft und Digitalisierung, genauso wie Globalisierung und Integration. Und die Vielfalt und Bedeutung dieser Forschung dürfen wir Abgeordnete regelmäßig erfahren. Und nicht immer dann, wenn wir die Institute besuchen oder wenn uns die Forschungsgemeinschaft aktuelle Erkenntnisse im Rahmen von parlamentarischen Veranstaltungen präsentiert oder wenn natürlich der Vorstand mal eben sich anmeldet, Herr Professor Barton und Frau Fels, zu einem Gespräch, ob es beim Vizepräsidenten ist, beim Ausschussvorsitzenden, wo immer sich die Gelegenheit gibt, sie stellen die Forschungsgemeinschaft vor, werben dafür und da sind wir alle vom Parlament sehr dankbar. Und auch deshalb ist es mir eine große Freude, heute für den Landtag Nordrhein-Westfalen herzlich zum 10-jährigen Bestehen zu gratulieren. Und so unterschiedlich die Forschungsfelder auch sind, die Sie bearbeiten, im Kern eint sie alle ein zentraler Gedanke. Denn Sie alle betreiben Forschung nicht um der Forschung willen, Sie alle forschen stets zum Wohle von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, praxisnah, altersbezogen, und was das Wichtigste ist für die Menschen in unserem Land. Das führt uns natürlich auch zum Namensgeber der Forschungsgemeinschaft, den ich heute zum Jubiläum natürlich nicht unerwähnt lassen will. Johannes Rau war in seinem politischen Schaffen prägend für dieses Land. Als Wissenschaftsminister, als Ministerpräsident, auch und gerade für die Forschung und für die universitäre Landschaft. Alleine die Gründung von insgesamt 6 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen geht auf sein Bestreben zurück. Was ihm dabei immer sehr am Herzen lag, das war der Lebensbezug der Forschung, das menschliche Maß in der Wissenschaft. Und ich möchte daher behaupten, wenn er heute hier bei uns wäre, liebe Christina Rau, würde er sehr dankbar auf das blicken, was diese Forschungsgemeinschaft in den ersten 10 Jahren ihres Bestehens bereits geleistet hat. 10 Jahre JRF. Das ist eine Dekade der Vernetzung unabhängiger Spitzenforschung made in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Dekade der Förderung exzellenter Nachwuchsforscherinnen und Forscher, wie wir es heute Nachmittag mit der Verleihung des Dissertationspreises auch erleben werden. Und das ist nicht zuletzt eine Dekade, in der vielfach sehr deutlich geworden ist, welchen Mehrwert Wissenschaft und Forschung für ein gutes Miteinander in Nordrhein-Westfalen einbringen. Tue Gutes und rede darüber. Dieser altbekannte Ratschlag gewinnt gerade für die Wissenschaftskommunikation immens an Bedeutung, denn es geht dabei auch immer um die öffentliche Akzeptanz und um die Reputation der Forschung. Und das, meine Damen und Herren, wissen wir alle nicht erst seit den Corona-Jahren. Und somit danke ich im Namen des nordrhein-westfälischen Parlaments für all das, was Sie in 10 Jahren geleistet haben. Ich bin mir sicher, vor Ihnen und der Forschungsgemeinschaft liegen weitere erfolgreiche Jahre, ich sage auch erfolgreiche Jahrzehnte. Und dazu passen die Worte zur Wissenschaft, die Johannes Rau in einer seiner Berliner Reden als Bundespräsident formuliert hat. Ich möchte sie gerne abschließend zitieren, denn sie beschreiben auch sehr treffend den Anspruch ihrer Forschung. Zitat: Die Zukunft ist offen. Sie ist kein unentrinnbares Schicksal und kein Verhängnis. Sie kommt nicht einfach über uns. Wir können sie gestalten mit dem, was wir tun und mit dem, was wir nicht tun. Wir haben viele, wir haben große Möglichkeiten. Nutzen wir sie für einen Fortschritt und für ein Leben nach menschlichem Maß. Zitat Ende. Vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 10. Jubiläum. Herzlichen Dank für die warmen Worte, Herr Landtagsvizepräsident. Wir dürfen uns jetzt
Bundestag hat in dieser Woche Sitzungswoche. Daher konnte Kai Gehring, der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, nicht persönlich hier sein. Er übermittelt uns aber seine Grüße per Video. Sehr geehrter Herr Professor Barton, sehr geehrte Frau Fels, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geehrte Damen und Herren. Die Erwartungen an die Wissenschaft sind groß. Navigation durch Krisen, Aufzeigen von Zukunftspfaden, Seismograph zur Erkennung zukünftiger Risiken, Booster für Innovation, Verbesserung von Technologien. Nur mit Forschung lassen sich die großen globalen und gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen. Forschung schafft Fakten. Von der neugiergetriebenen Grundlagenforschung über die missionsorientierte und angewandte bis zur transformativen Forschung. Wissen wächst, entfacht Innovation und schafft ein Fundament für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen. In der heutigen Zeit ist die Wissenschaft Mittel gegen Fake News, Verschwörungsideologien und Desinformation. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, braucht es vernetzte Forschung, vielfältige Disziplinen und übergreifende Zusammenarbeit. In der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft vereinen Sie das alles. Seit Ihrem Zusammenschluss vor 10 Jahren tragen Sie getreu Ihrem Leitbild zur Entwicklung von Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit und Zukunft bei. Die Forschungsvorhaben Ihrer Institute stärken Nordrhein-Westfalen als Innovationsstandort und unterstützen die Menschen, den vielfältigen Herausforderungen und Krisen begegnen zu können. Sie machen deutlich, Spitzenforschung ist in NRW zu Hause. Deswegen verwundert es nicht, dass Forschungsmittel von Land, Bund, Europa und aus der Wirtschaft gerne in NRW investiert werden. Das Land Nordrhein-Westfalen ist zu Recht stolz darauf, Gründungsmitglied der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zu sein. Denn sie ist essentiell für die Entwicklung und Stärkung des Wissenschaftsstandorts NRW. Ich erinnere mich noch gut an die Koalitionsgespräche, als wir in der rot-grünen Fachverhandlungsgruppe die JRF-Institute vereinbart haben. Wer hätte gedacht, was Großartiges daraus erwachsen ist in ihrer ersten Dekade? Die Vielfalt ihrer Institute spiegelt die Breite und Tiefe der Forschung in Nordrhein-Westfalen wider. Sie forschen zu Städten und Infrastruktur, zu Industrie und Umwelt, zu Gesellschaft und Digitalisierung bis hin zu Globalisierung und Integration. Die Ergebnisse dieser Forschung auch an die Gesellschaft weiterzugeben, ist zu Recht ein Schwerpunkt ihrer Institute. Damit Wissenschaft wirklich wirkt und Menschen erreicht, ist Wissenschaftskommunikation hochrelevant. Auch auf Seiten der Politik setzen wir uns aktuell für die Stärkung der Wissenschaftskommunikation ein. Das Thema diskutieren wir gerade hier im Bundestag. Als regierungstragende Fraktionen haben wir dazu einen Antrag eingebracht. Es freut mich sehr, dass Sie bei den heutigen Feierlichkeiten über die Zukunft der angewandten Wissenschaft diskutieren. Gerade angesichts der großen Transformation brauchen wir eine Wissenschaft, die auch praxisorientiert ist und im intensiven Austausch mit Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft steht. Im Bund haben wir die Zukunftsstrategie Innovation und Forschung vorgelegt und möchten unsere Innovationskraft damit erstmals missionsorientiert und ressortübergreifend gestalten und stärker profilieren. Mit der neuen DATI und einer Weiterentwicklung der Agentur für Sprunginnovationen schlagen wir neue Wege ein, um Forschung für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Als langjähriger Bildungs- und Forschungspolitiker aus NRW und derzeitiger Ausschussvorsitzender im Bundestag ist es mir eine große Ehre, Ihnen heute zu gratulieren. Ich möchte allen Mitgliedern Ihrer Institute herzlich für Ihren Einsatz danken, die tagtäglich dafür arbeiten, dass Forschung made in NRW ein Markenzeichen für Exzellenz und Innovation ist. Deswegen herzliche Glückwünsche aus dem Bundestag nach Düsseldorf. Möge die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft auch in den kommenden Jahrzehnten weiter so erfolgreich sein, unsere Zukunft durch Spitzenforschung und interdisziplinäre
nähere Zusammenarbeit gestalten. Danke und Happy Birthday. JTF im Land NRW auf Bundesebene unterwegs, aber zunehmend auch im europäischen Raum. Insbesondere die Förderprojekte aus der EU haben eine große Bedeutung für unsere Institute. Und deshalb freue ich mich, dass ein besonderer Freund der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft jetzt heute hier ist. Er war lange Landtagsabgeordneter und wissenschaftspolitischer Sprecher seiner Partei im Landtag NRW, ist jetzt Mitglied des Europaparlaments und vertritt dort die deutschen Interessen. Moritz Körner. Sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Vizepräsident, liebe Frau Fels und lieber Herr Professor Barton und meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute ein kurzes Grußwort zu sprechen und vor allem ganz herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen. Was trage ich jetzt noch bei, nachdem aus Bund, Landesregierung und überall schon sehr, sehr viele kluge Gedanken hier heute beigetragen worden sind zur Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Ich würde meine persönliche Erfahrung und meine europäische Perspektive ein bisschen einbringen. Sie haben es schon angesprochen, ich war wissenschaftspolitischer Sprecher der FDP und habe dort sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten dürfen. Ich freue mich auch, einige Gesichter aus dieser Zeit eben schon gesehen zu haben. Und ich glaube, da war schon das Spannende damals, diese Interdisziplinarität, die Sie organisiert haben, auch ein spannendes Gesicht, ein Ansprechpartner zu sein für die Landespolitik. Denn die großen Themen, sie liegen hier ja auch auf der Bühne, das sind ja die Herausforderungen, vor denen wir im Moment politisch stehen. Auch gerade, wenn wir nach Europa schauen, die vielen Krisen, die uns beschäftigen, ob es die Corona-Pandemie war, die Inflation, der russische Angriffskrieg. Wir merken, dass in der Gesellschaft im Moment eine Genervtheit ist, eine Angestrengtheit, weil man das Gefühl hat, wir bekommen die großen Probleme nicht mehr gelöst und gleichzeitig eine Kultur des sich nicht Zuhörens einsetzt, die wissenschaftliche Kommunikation immer schwieriger macht. In diesen schwierigen Herausforderungen, in diesen Krisenzeiten, die Menschen umtreiben, brauchen wir gerade mehr Wissenschaft, mehr Forschung, mehr Innovation und das organisiert die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft MADE in NRW. Jetzt habe ich schon gehört und ich nehme das als Haushaltspolitiker im Europäischen Parlament gerne mit, dass jeder Euro in der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft besonders gut investiert ist. Das ist also eine gute Nachricht, die ich nach Brüssel gerne mitnehme. Aber ich habe eben auch ein Stück weit bei den verschiedenen ausgestellten Projekten schon etwas mitnehmen können, was ich direkt in die nächste Veranstaltung schon mitnehmen kann. Denn für mich geht es gleich weiter nach Duisburg auf eine Podiumsdiskussion. Der Europawahlkampf läuft ja schon an, aber ich konnte mir gerade eben die Klimaanpassung für Duisburg an einem städtebaulichen Forschungsprojekt direkt schon mit angucken und empfehle das Projekt Ihnen allen sehr und vielleicht auch noch viele andere. Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Vielen Dank an alle, die die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft mit auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank für die Zusammenarbeit, auch persönlich. Lieber Herr Barton, liebe Frau Feld, ich freue mich immer sehr. Die vielen Austausch, auch noch in Brüssel, sind immer schön, denn man nimmt immer eine gute Idee mit. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Zwei Videos zusammengebaut. Die würden wir Ihnen einfach jetzt gerne mal so präsentieren. Ich schätze die Beratung der Institute sehr, weil sie sich alle den prägenden Themen unserer Zeit widmen, weil sie inter- und transdisziplinär arbeiten
und weil Sie sowohl Grundlagen- als auch anwendungsorientierte Forschung betreiben. JRF steht seit 10 Jahren für die Vernetzung unabhängiger Spitzenforschung Made in Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche Ihnen und allen angeschlossenen Forschungseinrichtungen, dass Sie auch zukünftig wichtiger Treiber für den Fortschritt bleiben. Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ist aus der nordrhein-westfälischen Forschungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Sie hat sich längst zu einer starken Partnerin für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik entwickelt. Breit vernetzt und international agierend geht die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft Zukunftsthemen unserer Zeit an und steht für anwendungsnahe Spitzenforschung. Die Institute erfreuen sich auch nationale und übernationale Anerkennung. Und das ist wichtig für Nordrhein-Westfalen, das ist wichtig für den Strukturwandel und die Transformation, damit wir auch in Zukunft eine starke, klimaneutrale Industrie und einen florierenden Mittelstand haben. Dazu trägt die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft bei mit ihrem Institut. Der Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen aus Universitäten in die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist außerordentlich wichtig. Wir an der Universität Duisburg-Essen sind sehr froh, dass 6 unserer AM-Institute als Teil der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft in besonderer Weise sichtbar und zugänglich sind. So hat die nordrhein-westfälische Forschung eine Brücke in die Region. Für uns bei den IHKs und für unsere Firmen seid ihr unverzichtbarer Partner, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren geht. Wir sind für die Zusammenarbeit sehr dankbar, sie ist für unsere Firmen und für uns sehr wertvoll. Die Institute der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft bauen interdisziplinäre Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis. Davon profitiert auch der wissenschaftliche Nachwuchs. Ein Netzwerk ist entstanden, das man sich gar nicht mehr wegdenken kann, das eine enorme Strahlkraft entwickelt hat, das attraktiv ist für viele, die schon dabei sind und viele, die noch dazukommen wollen und sollen. Das sind 10 erfolgreiche Jahre für die Wissenschaftslandschaft in Nordrhein-Westfalen und über die Landesgrenzen hinaus. Wenn wissenschaftliche Allianzen so funktionieren, ist das Forschungsgemeinschaft at its best. Die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft hat viele Mütter und Väter, wie wir ja heute schon gehört haben. Viele davon sitzen auch hier im Saal. Aber einer, der sticht ganz besonders heraus, und das ist Karl Schultheiß. Karl Schultheiß war zu der Zeit der Gründung der JRF Mitglied im Landtag und hat das Ganze maßgeblich mit vorangetrieben. Wir sind sehr, sehr froh und dankbar, lieber Karl, dass du in den letzten 10 Jahren an unserer Seite standst als Vorsitzender des Kuratoriums. Das Kuratorium verleiht den Dissertationspreis der JRF. Du warst immer Teil der Auswahljury und deshalb kommt dir heute auch bei dieser Jahresfeier eine besondere Rolle zu, nämlich die Verleihung des Dissertationspreises. Trotzdem möchten wir dir als Vorstand auch nochmal unseren herzlichen Dank insgesamt für deine Arbeit und für deine Beratung mitgeben. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Christina Bau, sehr geehrte Damen und Herren, starke Väter und Mütter brauchen starke Kinder und darum geht es dem Dissertationspreis dieser JRF und begrüßen Sie daher mit mir gemeinsam die Preisträgerin für das Jahr 2024, Frau Dr. Kerstin Konrad, hier auf der Bühne. Globale Herausforderungen reagieren können. Nach meinem Biografiestudium habe ich sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft gearbeitet. Meine Promotion war dann eingebettet in die wissenschaftliche Tätigkeit hier am ILS in der Forschungsgruppe Mobilität und Raum. Hier verstehen wir Mobilität eben nicht nur als eine Bewegung von A nach B, sondern sie ist auch immer Teil eines gesellschaftlichen Wandels und insofern beschäftigen wir uns
eben mit Einflüssen sozial-räumlicher Bedingungen auf die Alltagsmobilität. Meine Dissertation beschäftigt sich mit der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie könnten wir die Alltagsmobilität älterer Menschen in städtischen Räumen aufrechterhalten und sichern. Zukünftig werden mehr ältere Menschen in solchen innerstädtischen Quartieren leben und von verschiedenen räumlichen und auch klimatischen Bedingungen betroffen sein. Und hier spielt die Sicherung der Mobilität, das Zu-Fuß-Gehen im Wohnumfeld mit seiner nahräumlichen Erreichbarkeit eine ganz besondere Rolle. Denn Mobilität ist eine ganz zentrale Schlüsselfunktion für die Gesundheit, die Selbstständigkeit und die soziale Teilhabe im Alter. Zudem potenzieren sich in solchen stark verdichteten Gebieten auch Auswirkungen der klimatischen Bedingungen wie Hitzeextreme beispielsweise. Und das war auch ein Schwerpunktthema in meiner Arbeit, da ältere Menschen als besonders gefährdet gelten. Das sind jetzt nur ausgewählte Aspekte, die aber besonders relevant sind zur Gestaltung lebenswerter Städte. Und das steht ja auch im Fokus der JAF-Leitthemen Städte und Infrastruktur und Gesellschaft und Digitalisierung. Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass sie an der Schnittstelle zwischen Stadt- und Mobilitätsforschung und Alterswissenschaft angelegt wurde. Und mein Dank gilt insbesondere den betreuenden Professoren Siedentop aus der Stadtforschung und Oswald aus der Alterswissenschaft. Ich danke auch der Fritz und Hildegard Berg Stiftung für ihre finanzielle Förderung und dem ILS. Und ich freue mich besonders, dass das JAF-Kuratorium meine Arbeit aufgrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz und Interdisziplinarität mit dem diesjährigen Dissertationspreis würdigt, und dafür danke ich ganz herzlich. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, dass natürlich alle Angaben für den Dissertationspreis 2024 herausragend waren, aber man muss immer eine Auswahl treffen, und wir haben diese Auswahl mit gutem Wissen und gutem Verstand treffen können. Herzlichen Dank, Frau Konrad. Es ist mir daher eine Freude, Ihnen heute den Dissertationspreis der JRF für das Jahr 2024 verleihen zu dürfen. Frau Dr. Konrad ist Geografin und frisch promovierte Raumplanerin sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin am JAF-Institut ILS, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsplanung in Dortmund. Sie hat ihr Promotionsvorhaben an der TU Dortmund im August 2023 summa cum laude abgeschlossen, und dafür herzlichen Glückwunsch. Setzt sich mit den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft auseinander. Konkret geht es darum, wie wir die Alltagsmobilität älterer Menschen aufrechterhalten können und welche räumlichen und klimatischen Bedingungen dabei eine Rolle spielen. Das Besondere an Ihrer Arbeit ist das umfassende Verständnis unserer Umwelt. An der Schnittstelle zwischen Gerontologie und Mobilitätsforschung analysiert sie präzise räumliche, soziale und klimatische Rahmenbedingungen. Besonders erstaunlich ist ihre Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen Risiken von Hitzebelastung und Hitzestress für ältere Menschen in urbanen Kontexten. Damit zeigt sich nicht nur gesellschaftliche Relevanz, sondern auch ein klarer Blick für drängende Probleme unserer Zeit. Ich schaue mir da gerade die beiden Oberbürgermeister an. Dort findet das reale Leben statt. Insofern ein ganz wichtiger Beitrag von Frau Dr. Konrad. Die Dissertation von Frau Dr. Konrad überzeugt zum einen durch wissenschaftliche Exzellenz, zum anderen durch ihre enge thematische Verbindung zu den Leitthemen der JRF, Städte und Infrastruktur sowie Gesellschaft und Digitalisierung. Zudem hat uns der interdisziplinäre Charakter im Spannungsfeld von Alters-, Klima- und Stadtforschung beantwortet. Ihre Erkenntnisse sind nicht nur für die Forschung von Bedeutung, sondern haben auch direkte Implikationen für politische Maßnahmen und Programme, besonders in Städten und Gemeinden. Frau Dr. Konrad zeigt uns damit, wie Wissenschaft direkt
zur Verbesserung unseres Alltags beitragen kann. Nicht zuletzt sei erwähnt, dass Frau Dr. Konrad aktiv daran arbeitet, ihre Forschungsergebnisse einem nationalen und internationalen Forschungspublikum zugänglich zu machen. Insgesamt erfüllen sie auf imponierende Weise die Kriterien für die Vergabe des Förder-F-Dissertationspreises, der mit 2000 Euro und einer Urkunde verbunden ist, die ich hier in Händen halte und vom Kuratorium der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft verliehen wird. Ich gratuliere Ihnen für das Kuratorium ganz herzlich im Namen aller Mitglieder des Kuratoriums der Johannes-Forschungsgemeinschaft zu dieser wohlverdienten Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch! Alltagsmobilität älterer Menschen im Kontext räumlicher und klimatischer Umwelt. Nochmals herzlichen Glückwunsch und Ihre Urkunde. Dass sie einen ganzheitlichen Ansatz zwischen gesellschaftswissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, aber auch vor allem technischen Disziplinen zusammenbringen. Ganz klar, nur in Zusammenarbeit können wir die drängenden Zukunftsfragen der Gesellschaft von Wirtschaft und Politik lösen. Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft hat in den zurückliegenden 10 Jahren wichtige Impulse gesetzt. Dazu gratuliere ich im Namen der Stadt Essen herzlich. Dass die einzelnen zusammengeschlossenen Institute wirklich erfolgreich sind, das kann man beispielsweise in den Evaluationsergebnissen nachlesen. Was mich aber auch wirklich begeistert ist, wie die Zusammenarbeit zwischen den Instituten und zwischen den Universitäten und den Instituten funktioniert und dass die vielen großartigen Forschungsergebnisse wirklich auch, so wie es die Zielsetzung ist, mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit der Wirtschaft geteilt werden. Die RWTH Aachen fühlt sich der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft von Beginn an freundschaftlich und eng verbunden. 10 Jahre, in denen weitaus mehr als nur eine vertrauensvolle Basis für Forschung Made in NRW geschaffen wurde, sondern in denen eine stabile Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis entstanden ist. Was wünsche ich der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft für die nächsten 10 Jahre? Dass sie weiterhin so kraftvoll unterwegs ist, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch intensiver wird und man sich Stück für Stück um Institute ergänzt, die dieses hervorragende Profil abrunden, um den gesellschaftlichen Impact der Forschung aus den Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaftsinstituten noch stärker und kraftvoller werden zu lassen. Der Markenkern der JF ist für mich die Arbeit über Disziplinengrenzen hinweg, das enge Zusammengehen von Technik und Geisteswissenschaften, orientiert an drängenden Leitthemen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Die JF und ihre Institute sind ja eine wichtige Stimme. Forschung Made in NRW ist, wie ich finde, auch ein Fortschrittsversprechen. Und deshalb rufe ich Ihnen zum 10-Jährigen zu, weiter so. Denn Forschung ist nicht nur die Grundlage für unsere Politik, sie ist auch das wichtigste Mittel, das wir gegen gezielte Desinformation und falsche politische Versprechungen der populistischen Kräfte in unserem Land haben. Und dann wünsche ich der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und den Mitgliedsinstituten, dass ihnen allen niemals die Vision ausgehen, wie sie durch gute Wissenschaft helfen können, die Gesellschaft in unserer Zukunft zu gestalten. Das Innovationssystem in Deutschland braucht
eine starke Industrie. Und damit braucht sie auch starke industrienahe Institute. In Ergänzung zueinander bündeln JF und SUSE-Gemeinschaft die Interessen der industrienahen Institute und stärkt damit das Innovationssystem in Deutschland. Unser enger Schulterschluss zur Lösung des Besserstellungsverbots war für mich etwas Besonderes. Eins und eins kann mehr als zwei sein. Das gilt ohne Frage für die Verbindung von JF und INBE. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit, die maßgeblich von Ihnen gestaltet wird. Und denke, dass aus dieser Zusammenarbeit ein freundschaftliches, kollegiales Miteinander geworden ist, das weit über die Himmelsrichtung und auch die Bundesländergrenzen hinausgeht. Der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und auch den Ministerien rufe ich zu. Sie haben in der JF eine tolle Truppe, seien Sie stolz drauf. So was vielen Dank, Zelle. Gemeinschaft, das heißt Menschen kommen, Menschen gehen und das nutzen wir dann immer, um einmal im Jahr innezuhalten, also diejenigen zu begrüßen, die zu uns kommen und diejenigen zu verabschieden, die uns leider verlassen. Ja, da haben wir zunächst aus dem Bereich der Mitglieder, das Land NRW ist ja Mitglied der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und Frau Professorin Andrea Kienle hat jetzt die Abteilungsleitung im NKW übernommen für die Abteilung, die zuständig ist für unsere Gemeinschaft. Herzlich willkommen! Ja, Stefan Siedentop, den wir gerade auch im Video gesehen haben, hat sich jetzt entschlossen, sich stärker der Grundlagenforschung an der TU Dortmund zu widmen und hat die Forschungsgemeinschaft verlassen. Ralf Zimmer-Hegmann ist jetzt am ILS kommissarischer Leiter geworden als Interimsleiter, als Nachfolger von Stefan Siedentop. Professor Andreas Hoffjahn hat das Direktorium des IGW verlassen. Wir haben auch innerhalb der JF sehr viel Bewegung und ist jetzt in das RIF gewechselt und dort als wissenschaftlicher Direktor tätig. Genau. Frau Cordula Listner ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten vom Steinheim-Institut und ihre Nachfolge hat Frau Cornelia Aust angetreten. Lothar Schüller hat mal wieder intern gewechselt, also vom IWW zum ZBT. Er ist im administrativen Bereich tätig. Monika Tube, umgekehrt, vom ZBT zum IWW, auch das im administrativen Bereich. Genau. Also keine Inzuchtpopulation, aber wir wechseln trotzdem. Johannes Sudhoff ist jetzt im administrativen Bereich des ZBT neuerdings zuständig. Ja, dann liegt der Ball jetzt bei mir und es geht weiter mit Däumchen wechseln, die Spiele, die nicht ganz so extrem, aber auch im Bereich der Leitthemen. Sprecher, Sprecherin hat sich einiges geändert. Leitthemen sind gerade ja schon angeklungen, die sind für uns als JF von extremer Bedeutung, um einfach nochmal zu demonstrieren, in welchen hochrelevanten Fragestellungen wir forschungsseitig unterwegs sind. Sie sind eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und auch eine Möglichkeit, Impulse zu setzen für die gemeinsame Formulierung von Forschungs- von Verbundprojekten. Professor Schette hat 4 Jahre lang das Leitthema Globalisierung und Integration bestimmt und wechselt jetzt innerhalb der JF, das sind doch ein bisschen Bäumchen wechselig spielen, ist nicht mehr als Leitthemensprecher aktiv, aber wird weiter in die JF in der AG Evolution unterstützen. Und vielen Dank, Konrad, für die Arbeit der letzten Jahre in dem Leitthema Globalisierung und Integration für vieles, was dort vorangebracht worden ist. Die Nachfolge von Konrad Schetter übernimmt Anna-Katharina Hornisch. Ich weiß gar nicht, ob sie heute hier ist. Gesehen habe ich sie noch nicht. Insofern vielen Dank für die Bereitschaft, Anna-Katharina, dass du die Aufgaben übernimmst in diesem wichtigen Themenfeld für die JF. Auch im Bereich Stadt- und Infrastruktur hat es einen Wechsel gegeben. Natürlich ist es auch schon angeklungen, Stefan Siedentop ist
ausgeschieden, wenn man so will, und widmet sich jetzt der Forschung an der Universität Dortmund. Und die Nachfolger angetreten, Wetter-Moktor, Leiter des DSDs, auch dafür herzlichen Dank und auf gute Zusammenarbeit in diesem Leitthema. Last but not least, das Leitthema Gesellschaft und Digitalisierung. Auch da hat sich ein bisschen was getan, bisher schon aktiv gewesen, Wolfgang Moos, und er wird jetzt unterstützt von Marc-Oliver Metzüge, dem Leiter des Energiewirtschaftlichen Instituts. Auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die beiden. Wir gucken sehr zuversichtlich in die Zukunft der vier Leitthemen und freuen uns auf die weitere Vernetzungszusammenarbeit in den vier Themenbereichen. Auch im Kuratorium und bei der Ethikkommission gab es Bewegung. Maike Finnern ist zur Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gewählt worden. Und ihr ist nachgefolgt im Amt in Nordrhein-Westfalen als Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Ayla Celik. Beide sind heute hier. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass dieser Wechsel so möglich ist. Thomas Grünewald vertritt die Hochschule für angewandte Wissenschaften im Kuratorium der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Er ist einer der Gründungsväter der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, denn als Staatssekretär im damaligen Wissenschaftsministerium hat er auch dieses Projekt mit vorangetrieben. Birgit Riegraf von der Universität Paderborn ist stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums und wurde in ihrer Amtszeit wieder bestätigt und macht das nochmal weitere 5 Jahre. Bei der Ethikkommission dürfen wir begrüßen, heute ist er auch da, Dirk Lanzerath von der Universität Bonn. Er ist Ethikexperte und wird als externer Vorsitzender voraussichtlich, die Wahl steht in wenigen Tagen an, die Ethikkommission leiten. So, und weil es so schön ist, haben wir nochmal alles zusammengefasst. Und wir würden jetzt sehr gerne diejenigen, die heute da sind und hier angezeigt werden, einmal auf die Bühne bitten. Wir würden sie sehr, sehr gerne mit ein paar Blumensträußen versorgen, ein Foto machen und ihnen herzlich danken fürs Reinkommen oder fürs Rausgehen. Wir danken keinem fürs Rausgehen. Also nein, also.
zum Endspurt, wie das immer so ist. Man überzieht natürlich solche 10 Jahresfragen, mal gucken, wie es beim 20. oder 25. ist, wie man da mit der Zeitdisziplin rauskommt. Aber dem viel, das ist heute zu diskutieren, da ist es, glaube ich, erlaubt, ein bisschen zu überziehen. Jetzt kommt zu einem Überfluss auf eine Podiumsdiskussion und wir kommen jetzt wieder zu etwas zu tun, was eigentlich unmöglich ist. Innerhalb von 20 Minuten ein sehr herausforderndes Thema gemeinsam mit sehr, sehr spannenden Kolleginnen und Kollegen und Gästen zu diskutieren, nämlich die Zukunft der angewandten Forschung. Da kann man eigentlich 2-3 Tage oder auch ganze Wochen darüber diskutieren. Wir versuchen das jetzt mal in 20 Minuten zu machen. Also sehen Sie uns nach, wenn das Ganze nur so einen Appetizer-Charakter haben wird. Eigentlich müsste man mindestens 20 Minuten mit jeder der Diskutanten und Diskutantinnen verbringen zu diesem Thema. Ich will Sie Ihnen kurz vorstellen. Einige Namen sind aber heute schon genannt worden. Ich darf Ihnen begrüßen Professor Dr. Birgit Wiegehafel, heute mehrfach schon genannt worden. Komm bitte nach vorne. Gelernte Soziologin. Professorin der Universität Paderborn, also vertritt die universitäre Landschaft heute. Dann Dr. Thomas Grünewald, ist gerade auch schon genannt worden, hat mal, habe ich gerade nachgelesen, Geschichte und Politikwissenschaften studiert, sehr spannend, war aber auch Staatssekretär im Wissenschaftsministerium und natürlich nicht ganz unbeteiligt, auch in der Gründungsgeschichte der JTF. Auch an Sie herzlich willkommen. Wolfgang Schatzinski ist der Nächste, den ich nach vorne bitten möchte. Jurist, wenn ich es richtig gelesen habe, seit vielen Jahren bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und dort heute Vorstand in der Verbraucherzentrale. Und last but not least Kerstin Groß, Raumplanerin. Wir sind ein bisschen bei dem Dissertationspreis, das passt also wunderbar. Nur viele Stationen in der IHK, sie jetzt Hauptgeschäftsführerin der IHK in Essen, Herr Kufel, bleiben wir also in der Stadt Essen ein Stückchen weit. Insofern an Sie herzlich willkommen. Wir hätten gerne noch Maike Finnern hier oben begrüßt, die muss aber leider sehr, sehr pünktlich gehen. Insofern ist das leider nicht möglich mit kleineren zeitlichen Verzögerungen. Und ihr unterbrecht mich aber, wenn ihr noch 2 Stunden geredet habt. Insofern herzlich willkommen zu dieser kurzen Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft der angewandten Forschung. Das klang gerade ja schon ein bisschen an in den Beiträgen. Das Wissenschaftssystem befindet sich ja in stetigem Wandel. Das wird Sie alle jetzt nicht wundern. Die Herausforderungen sind genannt worden, mit denen wir es zu tun haben. Riesige Transformationsherausforderungen, egal ob das jetzt im Bereich des Klimawandels, der Digitalisierung, der Biodiversitätsverluste sind, der alternden Gesellschaft, die Liste könnte man noch lange fortsetzen. Das alles erfordert eben eine intensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Wissenschaft und vielen Stakeholdern. Und darum soll es ein Stückchen weit auch heute in der Diskussionsrunde gehen. Es erfordert mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist schon genannt worden, aber auch mehr transdisziplinäre Zusammenarbeit, also Interaktion mit den Akteuren. Zweites Stichwort, was ich zu Beginn nochmal nennen will, auch das klang so ein bisschen schon an. Wir haben es mit vielen Herausforderungen zu tun, die in sich komplex sind, die man nicht allein mit technologischen Entwicklungen wird realisieren können, die begegnen können, sondern auch noch soziale Innovationen, neue Geschäftsideen, neue Beteiligungsmuster, neue Verhaltensroutinen. Auch dafür steht ja die JF. Vor dem Hintergrund vielleicht dann alle zunächst mal die Einstiegsfrage oder stellen wir mal für die Sekunde, dass meine Eingangshypothesen richtig sind. Das kann man vielleicht am Montagnachmittag mal kurz tun. Die Frage, wo stehen wir denn eigentlich heute, ist die Verankerung eben der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen, der Inter- und Transdisziplinarität in der Forschung der Universitäten und Hochschulen heute anbelangt. Inwieweit ist das ein Stückchen weit Selbstverständlichkeit geworden? Und vielleicht bei den Praxisakteuren nochmal, was eigentlich Ihre Erwartungshaltung an die Forschung heute mit Blick auf die Komplexität der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir ja heute schon mehrfach genannt haben. Magst du anfangen? Jetzt bin ich ja nicht gerade die Praxispartnerin, insofern bin ich vielleicht der falsche Anfang.
Aber ich kann trotzdem mal beginnen und dann sozusagen den Ball weiterspielen. Was wir tatsächlich haben, glaube ich, ist im Moment den Versuch, diese Verbindung zwischen angewandter Forschung und tatsächlicher Umsetzung auch auf neue institutionelle Füße zu stellen. Und ich nehme an, deshalb sieht sich unter anderem auch hier oben, weil ich in der Gründungskommission der DATI bin und die Deutsche Agentur für Technologie und Innovation genau das versucht. Andere Forschung zu fördern und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Prozesse bedarf es das, welche institutionellen Rahmenbedingungen und welche materiellen Voraussetzungen auch und auch welche Begutachtungsverfahren beispielsweise. Also DATI hat ja den Anspruch, so etwas zu werden wie eine Institution wie die DFG, nur eben in Bezug auf transformative Forschung oder angewandte Forschung. Und dazu bedarf es eben auch anderer Begutachtungsprozesse, anderer Auswahlprozesse, anderer Fragestellungen und anderer Zugänge und anderer institutionelle Rahmenbedingungen. Und das ist der Anspruch, den die DATI jetzt erstmal versucht umzusetzen. Ob ihr das gelingt, ist eine andere Frage. Aber dort ist es genau der Versuch, mit Praxispartner, Praxispartnerinnen gemeinsam in Forschungsfragestellungen zu kommen und die im Anwendungskontext entworfen werden und dann auch für den Anwendungskontext relevant werden. Vielleicht ganz kurz. Hat schon seinen Sinn gehabt, mit dem Würfel in die Mitte gestellt haben, Universität und Hochschule für angewandte Forschung auf der einen Seite und die Praxispartnerin eben auf der anderen. Ja, also nicht um das Trennende zu betonen, sondern vielleicht die unterschiedliche Blickrichtung ein Stück weit zu betonen. Insofern, komplementäre Landschaft und neuen Formate, die es braucht, angesprochen worden sind, zu den Hochschulen für angewandte Forschung, und würde auch den Blick auf die Selbstverständlichkeit von Inter- und Transdisziplinarität. Gut, wenn wir alle mal in der Wissenschaft ein bisschen von uns absehen und auf die andere Seite gucken, Gesellschaft und Wirtschaft. Was wird gebraucht? Wir haben alle uns verändert im Laufe der letzten 15 Jahre und wir haben ein paar schmerzhafte Lektionen mitgemacht, die uns die Notwendigkeit zur Transformation sehr viel lebhafter vor Augen geführt haben. Die letzte Schmerzenserfahrung war die Pandemie gepaart mit der Flut an der Ahr. Das hat uns letztlich allen gezeigt, wir haben einen Job zu machen. Wir aus der Wissenschaft heraus machen, so gut wir das können, transferbezogene, anwendungstaugliche Forschung und Entwicklung, aber wir haben zu stark vernachlässigt, wir haben zu wenig beachtet, dass es unsere Aufgabe ist, der Gesellschaft und der Wirtschaft unseren Beitrag auch zu erklären. Was haben wir von der besten Wirkstoffforschung im Impfbereich, wenn wir eine Impfskepsis in der Bevölkerung haben? Das ist unsere Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Und wir haben nicht nur die Aufgabe, uns der gesellschaftlichen Herausforderungen anzunehmen, sondern wir müssen es auch zu unserer Sache machen, die beste mögliche Erklärung dafür zu geben, dass wir wissenschaftsbasierte Lösungen brauchen, dass wir sie auch bereitstellen können und dass wir der Gesellschaft und letztlich auch der Wirtschaft, wo ich immer als jetzt Vertreter einer anwendungsnahen Hochschule den Mittelstand besonders im Auge habe, letztlich auch erklären und verstehen helfen, welchen Beitrag wir leisten können. Ich spiele mal weiter. Wir haben gehört, Wissenschaft muss besser erklären. Macht sie das nicht richtig? Kümmert sich die Wissenschaft um die richtigen Themen? Die Wissenschaft ist sehr breit aufgestellt und hat sehr, sehr viele Aufgaben. Sie muss Grundlagenforschung machen, sie muss anwendungsbezogene Forschung machen und sie muss natürlich auch erklären. Wir sind ja eine Organisation als Verbraucherzentrale, die den Menschen sehr viel erklärt. Wir beraten, aber wir erklären eben auch. Wir arbeiten in sehr vielen Projekten mit Universitäten und Fachhochschulen zusammen, denn jede Art von Erklärung, das ist heute, glaube ich, wichtiger denn je, muss ja faktenbasiert geschehen. Und was wir brauchen, sind positive Erzählungen in einer Gesellschaft, die so ein bisschen auseinander zu driften droht und in der Wissenschaft ja auch nicht mehr unbedingt die Reputation hat, die sie vielleicht früher einmal hatte. Und deshalb brauchen wir positive Erzählungen und auch Erfolge. Wenn wir zum Beispiel bei der Energiewende mit vielem stehen wir am Anfang und vieles ist problematisch. Aber wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren mit diesen kleinen Balkon-Solarkraftwerken einen wahnsinnig großen Schritt im Empowerment von Menschen getan, die sagen, ich will etwas tun für die Energiewende, wie mache ich das jetzt am besten? So, wir arbeiten da auch mit Wissenschaft zusammen, die zum einen die Technik entwickeln muss, wie kriegt man so etwas so klein, dass es für die Menschen nutzbar ist, und zum anderen darüber hinaus machen wir
machen wir Projekte, konkret gerade eins mit der Universität Düsseldorf, in dem wir Citizen Science Forschung betreiben und Menschen dazu motivieren, mit ihren Nachbarn gemeinsam zum Beispiel zu erforschen, was sind Bedingungen, unter denen solche Solarthermie und auch energetische Solaranlagen besonders gut funktionieren. So wird Wissenschaft erfahrbar und praktisch. Und ich glaube, wenn wir positive Geschichten erzählen über die Erfolge auch von Wissenschaft und was Wissenschaft dazu leistet, gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen, da sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weitergekommen. Das würde ich schon sagen. Wo ist der Blick aus der Wirtschaft? Also die Wirtschaft, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Alleine in Mülheim-Essen-Oberhausen, der IHK-Bezirk, für den ich spreche, sind es 56.000 Betriebsunternehmen. Da kann die Anforderung, der Bedarf schon sehr breit sein oder auch das, was Forschungsforderungen von Unternehmerseite eben gefordert wird. Ich kann ja mal kurz sagen, in Vorbereitung hier auf dieses Podium habe ich gedacht, was kann ich tun, um ein Beispiel zu bringen, und dann habe ich mich hingesetzt und habe Forschungsförderung gegoogelt und habe dann mal geguckt, wie viele Ergebnisse kommen und was mir da alles angezeigt wurde, und ich habe mir die Frage gestellt, wäre ich Unternehmerin oder wäre ich jetzt in der Situation als IHK auch ein Thema Digitalisierung, muss ich als Organisation genauso lösen, wie es die Mitgliedsunternehmen tun müssen. Wie würde ich angesprochen? Und an der Stelle muss ich sagen, es hat mich wirklich positiv überrascht, wie viel es ist. Und gleichzeitig hat es mich überfordert, weil ich für mich gar nicht hätte herausfinden können, wen spreche ich denn von dieser Exzellenz oder wie kann ich an diese Forschung, an diese Exzellenz herantreten? Also wo ist mein Eingangstor dazu? Und ich glaube, dass das nach wie vor eine große Herausforderung ist und dass das bei dieser tollen Forschungslandschaft, die wir in NRW haben, viel mehr auch noch weiter in Richtung Wirtschaft auch kommuniziert werden muss, wie einfach es vielleicht auch geht, davon zu profitieren und mit den Herausforderungen, die aus Unternehmen kommen, dann auch in den Genuss dieser Unterstützung aus Wissenschaft zu kommen. Ich mal ganz kurz auf Ihrer Seite und will da mal anknüpfen. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Innovationsdialog im Landtag, da ging es um ähnliche Fragestellung. Was weiß eigentlich die Gesellschaft, was weiß die Wirtschaft von der Forschungslandschaft? Wie kriegt man Zugänge? Wenn man sie gerade von 56.000 Unternehmen gesprochen haben, das ist ja eine unglaubliche Vielfalt. Welche Formate braucht es denn, um die zu erschließen? Vielleicht auch an die direkt Schutzinski. Wie erschließt man sozusagen der Gesellschaft, den Konsumenten, Konsumentinnen, stärker das, was in der Wissenschaft und Erfahrungsbereichen da ist? Ja. Das Stichwort ist natürlich Wissenschaftskommunikation. Wir brauchen positive Erzählungen, wie Wissenschaft und Forschung den Alltag von Menschen leichter macht, wie Lösungen erarbeitet werden, wie aber auch der gesellschaftliche Zusammenhang durch sozialwissenschaftliche Forschung vorangebracht werden kann. Das heißt, ganz konkret, wie gehen wir denn um mit den zunehmenden Herausforderungen in der Gesellschaft, sei es bei der Digitalisierung, sei es aber auch, ich habe es vorhin schon gesagt, in einem Auseinanderdriften in einer gerade auch digitalen Gesellschaft. Und wenn wir dazu Beiträge aus der Wissenschaft, die es ja durchaus auch gibt, konkrete Handlungsempfehlungen, aber auch technische Innovationen, wenn die deutlich gemacht werden, ich glaube, das kommt bei den Menschen an und wird nachvollzogen, und dann wird auch der Sinn von Wissenschaft auch wieder stärker in der Gesellschaft verankert. Die Frage, welche Formate braucht es, damit Ihre 56.000 Kollegen besseren Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen bekommen? Weil die sind ja da, aber werden nur ein Stückchen weit nicht abgeguckt. Genau, also man muss dann natürlich nochmal davon sprechen, spreche ich Entscheiderebene an, also die Inhaberinnen, Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer, spreche ich die Mitarbeitenden an, also worüber rede ich, wenn ich diese Kommunikation aufbaue? Ne? Wem muss ich das schmackhaft machen, dass es sinnvoll ist, sich auch auf eine Transformation einzulassen, wenn ich weiß, wohin ich will? Also wenn Forschung auf die Schritte gegangen ist und zu sagen, wenn wir transformiert sind, haben wir ein Bild von einer transformierten Gesellschaft, und es macht auf jeden Fall Sinn, daraufhin zuzuarbeiten. Also das ist ein Weg, den wir gehen müssen.
und als Unternehmen auch, oder andersrum, zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Also diese Interdisziplinarität hat ja gerade den großen Vorteil, das ist auch von der Ministerin angesprochen worden, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man sonst vielleicht gar keinen Kontakt hätte und tatsächlich da auch sich zu trauen, die richtigen Fragen zu stellen und das als nicht kompetent, also sich nicht kompetent zu fühlen, ist da nicht der richtige Weg, sondern zu sagen, ich weiß es nicht, aber meine Kompetenz ist es, eine Frage anders zu stellen, wenn du es mir nochmal anders erklärst, dann kann die Kommunikation auch anders nochmal stattfinden. Eingeht. Nehmen wir die Frage auch Sie mal nochmal. Ich würde Sie aber gerne mit einem Punkt nochmal erweitern, weil das natürlich auch eine Diskussion ist, die uns immer wieder ein Stück weit umtreibt, wenn man noch einmal blickt auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir zu tun haben, nämlich den Druck ja immens groß. Klimawandel, Energiewende, die schon angesprochen wurden, Umgang mit Digitalisierung. Das heißt, wir müssen natürlich auch in der Forschung deutlich an Geschwindigkeit nochmal zulegen. Auf der anderen Seite darf natürlich die Qualität nicht verloren. Also geht man auch mit dieser Balance ein Stückchen weit. Transfer auf der einen Seite, wie Sie das, und Qualitätsversprechen auf der anderen Seite. Darf ich noch mal ein bisschen vorher einsteigen? Also ich glaube, wir müssen noch mal den Begriff Transfer uns angucken. Wissenschaftskommunikation ist sicher ein wichtiger Moment, ein wichtiges Moment. Und wir stellen ja auch fest, dass Vertrauen in Wissenschaft stark nachgelassen hat. Deshalb ist auch die Wissenschaftskommunikation eine wichtige Dimension von Transfer. Aber Transfer muss mehr sein. Also das ist mehr. Es ist wirklich auch die Frage, wie findet sozusagen Wissenstransfer, und zwar Wissenstransfer im Sinne von praxisorientiertes Wissen und im Sinne von Wissenschaftswissen. Ich unterscheide das mal, obwohl ich weiß, dass diese Unterscheidung wirklich abstrakt ist. Aber da muss es sozusagen Formate geben, wo beide stärker aufeinander trifft und wo man gemeinsam, also wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, Fragestellungen im Anwendungskontext bearbeiten. Also Sie als Praktiker, Praktikerinnen haben wahnsinnig viel Kontextwissen, was ich nicht habe. Also Sie wissen ganz genau, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Im Detail, ich habe das nicht, das Detailwissen. Und ich, Herr Grünwald, Sie würde ich jetzt mal behaupten, auch nicht. Wir haben irgendwie ein anderes Wissen. Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann ist das Moment der Frage von Geschwindigkeit. Ne? Da haben wir ja sozusagen auf der einen Seite, wie kriegen wir Formate hin, wo das zusammenkommt? Formate, die gleichzeitig Qualität garantieren, wo es auch ein Rahmen geschaffen wird, wo beides möglich ist. Und das noch gleichzeitig mit der Frage von Geschwindigkeit, weil wir haben natürlich, der Klimawandel hat nicht ewig Zeit. Gleichzeitig braucht es aber auch Zeit, um gute Forschung zu machen, da haben wir sozusagen ein Problem. Was ich sagen will, ist, dass mit dem Transfer muss man, glaube ich, nochmal genauer differenzieren. Worüber reden wir genau? Und Wissenschaftskommunikation ein wichtiger Bereich, aber es ist eben noch. Vielleicht einfach mal ganz kurz zwei Praxisbeispiele. Wir haben als Hochschule Niederrhein, Sitz Krefeld, Mönchengladbach, eine Aktivität ins Leben gerufen, die heißt Haus des Wissens und der Wirtschaft. Wir als Wissenschaftseinrichtung plus die IHK plus ein paar Dutzend Unternehmen plus Kommunen, Wirtschaftsförderung. Wir organisieren dort auf kleiner Bühne Innovationsdialog immer zwischen drei: Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft. Und immer in kleinen Kreisen, nicht so groß wie hier, Personengruppen unter 50, sodass eine gewisse Intensität des Dialogs entsteht. Welche Themen setzen wir auf die Agenda, die uns aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft zugetragen werden? Wir machen Beteiligungsformate, in denen wir ermitteln, was interessiert euch. Das war Beispiel 1. Beispiel 2, Strukturwandel im Rheinischen Revier. Wir haben als 6 Hochschulen für angewandte Wissenschaften und 3 IHK eine Transferallianz für das Rheinische Revier gegründet. Ich bin zufällig in diesem Jahr turnusmäßig Sprecher dieser Allianz. Wir haben 6 Hochschulen, wir haben 3 IHK, wir haben dahinter eine Menge Netzwerke in die Unternehmenslandschaft hinein, in die Gesellschaft hinein. Wir organisieren regelmäßig Austausch für Gelegenheiten, die uns dazu inspirieren, mit welchen Strukturwandelsprojekten wollen wir zum gelingenden Strukturwandel im Rheinischen Revier beitragen? Alles ist Kommunikation. Und diese Kommunikation muss an der Basis erfolgen, sie muss kleinräumig erfolgen, sie muss persönlich erfolgen, sie darf die Leute nicht ex cathedra auf der großen Bühne belehren, sondern sie muss in einen reziproken Dialog führen und dazu muss man ganz, ganz viel Straßenarbeit leisten. Das ist das, was wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften tun,
dem verschreiben wir uns und wir sind im Augenblick dabei, unsere eigenen Leute davon zu überzeugen, dass es eine ziemlich gute Idee ist, dabei mitzumachen. Denn berufene Professorinnen und Professoren an HAW haben auch nicht ewig in ihrem Stammbuch stehen, wir haben, du musst Wissenschaftskommunikation machen, aber wir tun es und wir machen damit eigentlich ganz gute Erfolge. Straßenarbeit so ein bisschen, einmal den letzten Block ganz kurz anschneiden. Ich meine, transfersichtige Kommunikationsformate sind wichtig, auch neue Dialogformate in kleineren, in größeren Runden. Ich glaube, das ist absolut wichtig. Die zweite Seite der Medaille ist aber, dass das Qualifikationsprofil hier stimmen muss. So will, insofern nochmal die Frage in die Runde, wie können wir auch schon in der Ausbildung, wie können wir sozusagen in der Lehre, Universitäten, in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sicherstellen, dass die Menschen, die als Absolventin nachher rausgehen aus den Einrichtungen, dass sie auch das notwendige Rüstzeug haben, auf Norddeutsch immer so ein richtiges Skills haben, um auch einzusteigen in inter- und transdisziplinäre Arbeit, auch die Affinität dazu haben, das muss man ja ein Stückchen weit wollen. Und der Lehre, wie kann man das schon in der Lehre sicherstellen? Ich spiele jetzt mal den Ball dann auch gleich auf die andere Seite, das Trennende betonen zu wollen, aber was ist eigentlich die Erwartungshaltung an diejenigen, die die Hochschulen und die Universitäten verlassen? Was müssen sie mitbringen als Transformationsmanager in den Unternehmen, beispielsweise oder eben als Akteure, die in der Verbraucherzentrale haben, auch mit sehr komplexen Problemen umgehen müssen. Fangen wir bei den Erwartungshaltungen an und dann kommen wir zum Schluss auf das, was schon getan wird. Mit dem positiven Bild zum Schluss. Also, da will ich mal sagen, dass es dann ein People's Business ist und es ist keine Forschung mehr oder kein wissenschaftliches Arbeiten an einer distanzierten Frage, sondern es ist ein People's Business und dann ist etwas, was eine Anforderung wäre, dass das Menschen sind, die mit unterschiedlichen Tempi umgehen können. Also Sie haben gerade gesagt, Sie müssen noch schneller werden aufgrund der Anforderungen des Außen, was auf uns einströmt. Aber so schnell ist ja nicht der Mensch im Unternehmen und so schnell ist auch nicht so eine Belegschaft dabei zu verstehen, dass es etwas Positives ist, wenn die Prozesse, die jahrelang zu Fuß, sage ich jetzt mal, gemacht wurden, in einen guten digitalen Prozess umgewandelt werden, wo dann die Kunden in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt werden, stellt sich natürlich die Frage, was ist da mit mir? Also wenn das, was ich bisher getan habe, nicht mehr da ist, was tue ich dann? Und dann ist es natürlich auch so eine Fähigkeit, Change-Prozesse zumindest begleiten zu können, sie zu verstehen. Und das, was ich meine mit unterschiedlichem Tempo, ist eben extrem schnell Fortschritte zu machen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und in dem Transfer, das dann mit dem Unternehmen zu machen oder mit der Praxis zu machen, dann auch zu wissen, dass da möglicherweise ein anderes Tempo ist oder dass dieses Tempo noch mal viel weiter ist als das, was in einem wissenschaftlichen Bereich ist. Also jemand, der Gas geben kann und der aber auch auf die Bremse treten kann, wenn es mal in Bild zu sagen wäre. Das wäre eine Anforderung an ein Skill. Große Anforderung. Kurze Runde noch. Ja, ich plädiere für eine breite Bildung, für eine Transdisziplinarität, auch möglichst schon in der Ausbildung, für das Fachethik, für ein Bewusstsein. Forschung steht nicht im luftleeren Raum, sondern bezieht sich immer auf gesellschaftliche Prozesse. Und wenn da, glaube ich, die jungen Menschen etwas von mitbekommen und nicht nur in ihrem Fachdenken, dann profitieren am Ende, glaube ich, profitieren wir auch davon, wenn es darum geht, Transformation, egal in welchem Themenfeld, zu erklären und vielleicht sogar Disziplinen aufzulegen, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat ein Institut für Verbraucherinformatik gegründet. Das heißt, Informatiker, die von Anfang an mitdenken, welche Auswirkungen hat das hier eigentlich? Also solche Ansätze finde ich spannend. Wir haben ja ein breites Set von Kompetenzen, das wir unseren Studierenden mitgeben wollen. Die Älteren von uns erinnern sich, Bologna wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Damals waren das blutige Kulturkämpfe hinsichtlich der Einführung von Bologna damals begann, Modularisierung und Kompetenzorientierung. Das sind heute Selbstverständlichkeiten, aber Bologna hat nicht aufgehört. Bologna 2024 in seinem 25. Jahr, das ist Folgendes, das ist das Neuaushandeln von Kompetenzsets,
in Studienprogrammen, und zwar über alle akademischen Disziplinen hinweg, die eine neue Balance suchen und auch finden werden zwischen originären Disziplinen, also Fachkompetenzen, und den überfachlichen Kompetenzen, die alle mit einem akademischen Abschluss ins Berufsleben tretende Personen brauchen. Dazu zählt digitale Kompetenz, dazu zählt Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Projektmanagement, eine gewisse Grundbildung in Internationalität. Und dieses Verhältnis zwischen überfachlichen Skills und den fachbezogenen Skills, das handelt sich zurzeit in der Curriculumsreform gerade neu aus und findet eine neue Balance. Und das ist die Antwort auf die Unternehmensfrage, was sollen eure Leute denn können, was müssen sie mitbringen. Wenn wir unsere Partnerunternehmen befragen, was braucht ihr denn von unseren Leuten, kommt nie als allererstes, die müssen, ich sage jetzt mal, in Thermodynamik fit sein, sondern die sollen zupacken können, die müssen organisieren können, die müssen ordentlich mit Menschen kommunizieren können, die müssen ein Problemverständnis haben, Transferfähigkeiten haben. Und das ist dieser zweite Teil des Skillsets, das sich gerade in der akademischen Curriculumsreform bahnbricht. Das ist Bologna in seinem 25. Jahr. War das jetzt positiv oder nicht? Also war das jetzt positiv oder nicht? Also okay. Also ich würde gerne zwei Sachen nochmal aufgreifen am Ende. Das erste ist, die Frage der Geschwindigkeit. Ja, das ist richtig. Also sozusagen zu gucken, es braucht natürlich auch, hat institutionelle Grenzen, diese Geschwindigkeit. Ne? Das ist das Problem. Also ich kann ein weiteres Beispiel sagen. Wir haben in OWL ein Modell zur Neumobilität gemacht. Wir grenzen ständig, stoßen ständig an institutionelle Grenzen. Wir haben tolle Modelle entwickelt, da geht es um flexible Mobilität in der Region, ländliche Region, ein Riesenthema. Wir kommen teilweise nicht weiter, weil wir irgendwie ständig rechtliche Rahmengrenzen haben. Die machen manchmal wirklich Sinn, aber häufig eben nicht. Und das bremst eben wirklich ein. Und da bräuchten wir andere Modelle, also diese berühmten Experimentierfelder, wie auch immer. Da gibt es ja auch schon Versuche und die müssen einfach mehr. Da muss mehr möglich sein, da müsste mehr möglich sein. Jetzt weiß ich nicht so genau, Herr Grünewald, was ich davon halten soll, was ich mir über Bologna erzähle. Also der Punkt ist, natürlich habe ich als Universität immer noch den Auftrag, Menschen auch größere Zusammenhänge zu eröffnen. Und erstmal, also meine Studierenden kommen häufig zu mir und sagen, was kann ich damit später anfangen? Das heißt, jetzt fangt doch erstmal an zu verstehen. Und dann gehen wir im nächsten Schritt, weil wie kann ich das umsetzen? Und das ist immer noch sozusagen, die entstehen dann wirklich auch so was, ein Verständnis dafür, wie man Dinge ändern kann. Das ist dann häufig nicht sehr konkretes Wissen. Unsere Informatiker haben dieses ganz konkrete Wissen. Da ist es eher darum zu verstehen, und die wollen das ja auch, was hat das auch für gesellschaftliche Auswirkungen. Ganz stark das Bedürfnis im Moment bei der nächsten Generation, mehr über Klimawandel zu erfahren. Und welchen Beitrag können Sie leisten, damit dieses Thema Klimawandel von Ihnen auch bearbeitet wird? Ich meine, Sie sind auch davon betroffen, wir sehen im Moment einen starken Einbruch bei den Technik- und Ingenieurwissenschaften. Die Studierendenzahl nimmt dramatisch ab und ich bin sicher, ein Teil davon ist, die jungen Leute wollen nicht daran beteiligt sein, an dieser Dieselmanipulation. Da ist auch so etwas wie ein Imageproblem. Insofern bin ich mit der Wissenschaftskommunikation einverstanden, aber nur ein Teil davon. Und da sehe ich meine Aufgaben schon noch umfassender als Studierende, sehr, deshalb frage ich mit dem, ob ich es positiv finde, mit dem sehr engen Kompetenzprofil. Naja, und das wollen Sie. Ja, und das tut uns auch nicht gut. Wir fragen in den Ingenieur machen über 25 Jahre Bologna. Wir fragen in den Ingenieurwissenschaften, fragen wir heute nicht mehr, am besten nicht mehr, womit willst du zuerst scheitern? Mit Mathematik 1 oder mit Thermodynamik 1? Sondern wir fragen nach Relevanz. Was ist die Relevanz eines Maschinenbaus, einer Verfahrenstechnik, eines Anlagenbaus, einer Produktionswissenschaft heute und in der Zukunft? Und diese Relevanz vermitteln wir über Beispiele, über Projektstudien, über Eingangsphasen, die die Studierenden ans Arbeiten im konkreten Falle heranführen und ihnen sozusagen die Mathematik und die Thermodynamik prozessbegleitend mitgeben. Das ist der qualitative Unterschied. Deshalb ist das für mich, was da gerade passiert, eine sehr gute Nachricht. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir den Ingenieursnachwuchs für diese Nation nicht liefern können. So einfach ist das. Und diesen Kulturwandel, gerade in den technischen Disziplinen, in den Universitäten und in den Hochschulen, den müssen wir engagiert anpacken, sonst wird das nichts mit den Elektrotechnik-Ingenieuren und Ingenieurinnen. Auf die guten Nachrichten habe ich gewartet, bis auch der richtige
Punkt, um diese kleine, aber feine Runde abzuschließen. Ich habe am Anfang versprochen, dass Appetizer-Charakter haben wird, was wir hier machen. Das hat es auch. Aber nutze die Gelegenheit, gleich draußen mit den Vieren noch intensiv weiter zu diskutieren im Sinne von People's Business. Schließen wir die Runde jetzt, aber nicht ohne nochmal herzlichen Dank zu sagen an Birgit Wieghaft, Thomas Grünewald, Wolfgang Schulzinski und Kerstin Groß. Ganz herzlichen Dank für die spannende, wenn auch kurze Runde und werden es weiter vertiefen. Kritik am Team. Ich fand, ihr habt das super gemacht. Alle hinter den Kulissen. Trotz Computerausfall war die IT-Truppe nervenstark. Das hat man auch nicht immer. Von daher nochmal herzlichen Dank an die gesamte Truppe. Ja. Kommen wir zum Thema detailliert. Ich werde Ihnen jetzt die Strategie der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft für die nächsten 5 Jahre im Detail ausbreiten, Tag für Tag. Nein, das werde ich nicht tun. Also, wir sind gerade in einem Strategieprozess, werden mit dem Wissenschaftsministerium zusammen und unseren Mitgliedsinstituten schauen, wo wir uns demnächst positionieren. Es geht insbesondere um Punkte wie Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ländergeförderten Einrichtungen. Wir werden über institutionelle, thematische und regionale Erweiterung in den Nahen und Fernen Osten Nordrhein-Westfalens, also Westfalen, in dem Fall reden. Wir wollen die Gemeinschaft vertiefen und wir wollen, und das ist schon mehrfach angeklungen, uns dem Thema Wissenschaftskommunikation stärker widmen. Wem das Spaß gemacht hat, hier ist schon mal neue Art der Kommunikation. Für meine Augen viel zu wild, aber ich habe mir sagen lassen, so muss man das machen. Das ist also unsere nächste Veranstaltung mit dem KAIS, Center for Advanced Internet Studies, also ganz nah an der Front, würde ich sagen. Meine Töchter finden das super. Wie gesagt, wir werden sehen. Also, altersgerechte Kommunikation. Also, das Thema Wissenschaftskommunikation der Zukunft, das wird uns beschäftigen am 27.05. hier in der Nähe in Düsseldorf. Alle sind herzlich eingeladen dazu. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Veranstaltungen, auch die werde ich jetzt nicht einzeln vorlesen, sondern sie kommen einfach. Hören Sie das an. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele spannende Dinge dabei. Und jetzt wünsche ich uns allen noch einen spannenden Abend, informative Gespräche und nutzen Sie die Chance, hier in dem L alle Institute der JDF kennenzulernen. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder.